Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja, heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Als allererstes geht es um den Grayscale Investment Trust, der bullische Wachstumszahlen vermelden konnte. Außerdem gucken wir uns hier zwei Verfechter des Bitcoins bzw. von Ethereum an, die nun einen Wettdeal zugestimmt haben. Und zu guter Letzt blicken wir Richtung CNBC. Dort hat ein Analyst eine kleine Korrektur angekündigt. Wie gerade schon angekündigt, gucken wir uns das allererste Thema an. Hierbei geht es vor allem um Grayscale Investment Trust. Das ist ja letztendlich ein Unternehmen, was verschiedene Produkte in der Finanzwelt anbietet für verschiedenste Gruppen von Personen. Egal, ob es nun institutionelle Investoren oder ob es Privatanleger und so weiter sind. In dem Moment, wo die entsprechenden liquiden Mittel da sind und vorhanden sind, hat man hier die Möglichkeit, das Geld zu Grayscale zu geben und sie kümmern sich dann um die Anlage und Verwaltung des Kapitals. Aktuell ist es so, dass knapp 42,7 Millionen US-Dollar im ersten Quartal dieses Jahres an Grayscale überwiesen wurden, um in Kryptowährungen zu investieren. Und interessanterweise ist es so, dass jede Woche knapp 3,3 Millionen US-Dollar dazukommen und davon knapp 3,2 Millionen US-Dollar in den Bitcoin Trust fließen. Was also bedeutet, dass natürlich der Großteil der institutionellen Investoren und Anleger ein extremes Interesse an dem Bitcoin haben. Und wenn man das Ganze dann noch weiter sich anguckt, dann wird man schnell feststellen, dass das erste Quartal dieses Jahres knapp 42% stärker ist, als es Q4 im Jahr 2018 war, was schon für einen entsprechenden Interessenswachstum spricht und das sieht natürlich sehr, sehr positiv aus. Grayscale verfügt aktuell über monetäre Mittel in Höhe von knapp 1,2 Milliarden US-Dollar in Bezug an Kryptowährungen und wird auch zukünftig wahrscheinlich immer mehr investieren können. Aktuell ist es ja so, dass der Bitcoin-Kurs kurzzeitig Richtung 8.000 Dollar bzw. an die 8.000 Dollar herangekommen ist, teilweise sogar diesen Wert überschritten hat und das ruft natürlich viele Investoren auf den Plan, die sich dann wieder für das ganze Thema interessieren. Das ist natürlich ein bisschen später, alle die klug waren, haben frühzeitig investiert, als der Bitcoin-Preis am Boden war und jetzt ist es natürlich relativ teuer einzusteigen, was aber trotzdem bedeutet, dass damit ein kleiner Stein ins Rollen gebracht wurde und immer mehr sich für das ganze Thema hier interessieren. Wie gestern dann schon berichtet, gibt es natürlich viele Journalisten, viele Zeitungen, die sich mit dem Thema wieder auseinandersetzen und über entsprechende Möglichkeiten und Risiken hier berichten. Und was natürlich dann ganz automatisch passiert, ist, dass natürlich auch die entsprechenden ja, wohlhabenden Personen und Unternehmen sich dann mit dem Thema beschäftigen. Und da sie den Bitcoin als Sweet Spot quasi sehen und wenig Risiko, aber eine hohe Renditeerwartung haben, investieren sie das Kapital vor allem in den Bitcoin zum jetzigen Zeitpunkt. Man geht aber auch davon aus, dass zukünftig auch zum Beispiel Ethereum hier weiter in das Blickfeld rückt und auch, dass andere Altcoins hier immer relevanter werden können. Was man außerdem ganz klar sagen muss, ist, dass Grayscale das ganze Thema auch nach oben pusht, denn sie haben natürlich hier ein Geschäftsfeld gefunden und dieses anvisiert, da sie hier natürlich extreme wirtschaftliche Vorzüge gewährleisten können bzw. auch wahrnehmen können und deswegen haben sie auch angefangen, eine eigene Kampagne aufzusetzen. Dabei geht es vor allem um das digitale Gold. Heißt also nichts anderes, als dass sie ja ein TV-Commercial gedreht haben, wo es darum geht, die Vorzüge des Bitcoins zu zeigen im Vergleich zu Gold und das ist aus meiner Sicht sehr treffend dargestellt worden. Falls euch das Ganze interessiert, ihr findet den Artikel natürlich unten in der Videobeschreibung und das Video ist natürlich in dem Artikel eingebettet, von daher guckt euch das Ganze einfach mal entspannt an und ich denke, der ein oder andere wird sicherlich Gefallen an dem Ganzen finden. Man merkt aber einfach, dass Grayscale und viele andere Unternehmen immer mehr Relevanz dem Thema Kryptowährungen beimessen und anfangen hier auch in entsprechende Marketingmaßnahmen zu investieren und das bedeutet natürlich auch automatisch, dass immer mehr auf den Plan gerufen werden. Man sollte trotzdem die Risiken hier nicht außer Acht lassen.
Als zweites haben wir hier eine Wette, die zwischen Jimmy Song und Joey Lubin nun detailreich ausgearbeitet wurde. Und zwar wurde auf der oder bei der diesjährigen Konsensus nun die Feinheiten wurden besprochen und letztendlich gibt es nun eine Wette, wo es darum geht, ob die Apps zukünftig eine Zukunft haben. Und das ist ziemlich interessant aus meiner Sicht, denn ja, die beiden haben hier unterschiedlichste Meinungen. Der eine sagt, dass ja, Bitcoin oder grundsätzlich, dass keine Applikationen oder keine wirklichen Blockchain-basierten Anwendungen funktionieren. Der andere sagt natürlich, das funktioniert und jetzt hat man sich darauf geeinigt, hier zu wetten. Man hat gesagt, 2013 ist der entsprechende Stichtag. Dort müssen bestimmte Dinge erfüllt sein, um tatsächlich die Wette zu gewinnen. Für einen Sieg von Lubin müssten mindestens 15 D-Apps auf eine bestimmte Anzahl von Nutzer verfügen. Das heißt also 10.000 täglich, 100.000 monatlich und das über einen Zeitraum von insgesamt 6 Monaten. Man hat sich auf einen Stichtag geeinigt, das ist der 23. Mai 2023 und das Interessante ist natürlich der Wetteinsatz. Und zwar muss Song, wenn er verliert an Lubin, insgesamt 810 Ethereum zahlen und Lubin muss an Song insgesamt knapp 70 Bitcoins bezahlen, wenn er verliert. Und wenn man dann mal die Gegenwerte sich anguckt, dann wird man schnell feststellen, dass der Sprung sehr, sehr stark ist, denn man hat nicht den aktuellen Kurs oder den aktuellen Preis genommen, sondern man hat sich auf einen Preis aus dem Mai von 2018 geeinigt und da waren die Werte entsprechend höher. Vor allem bei Ethereum war es so, dass der Kurs deutlich höher war und deswegen sind die Einsätze auch relativ ausgeglichen, muss man sagen. Das heißt also, knapp eine halbe Million US-Dollar werden hier verwettet. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, ob das ganze Thema für wen das ganze Thema hier aufgeht. Gerade Blockchain-basierte Anwendungen sind natürlich extrem interessant. Und wenn sich zwei so enthusiastisch in ein Wettgeschehen stürzen und dann auch die ganzen Feinheiten so schön aufschlüsseln, dann wird das sicherlich ein sehr, sehr spannendes Rennen. Es wird dann zusätzlich eine Drittpartei geben, die sich mit der Einhaltung der Wettbedingungen auseinandersetzt. Und jetzt sind wir einfach mal gespannt, wer letztendlich als Gewinner hervorgeht. Das ganze Thema verspricht auf jeden Fall spannend zu werden. Zu guter Letzt gucken wir Richtung CNBC. Dort haben wir in der Vergangenheit häufige Kryptoanalysen und Prognosen mitbekommen, die aufgestellt wurden und nun gibt es eine weitere und zwar gibt es jemanden, der davon ausgeht, in dem Fall Anthony Grisanti, der davon ausgeht, dass der Bitcoin zukünftig eine kleine Korrektur einfahren wird und er sagte, Bitcoin hat seinen Preis in den letzten 5 Monaten verdoppelt. Weswegen ich von einer kleinen Korrektur ausgehe und auf dem Weg nach unten ist ein recht interessanter Gap von 6.870 US-Dollar bis 6.425 US-Dollar. Heißt also, dass wir dort einen extremen, relativ starken Dip schon mitbekommen würden, falls das passiert. Es gibt natürlich keine Garantie, dass das wirklich passiert. Falls das passiert, sollte man sich dann vielleicht überlegen, ob das nicht der richtige Zeitpunkt ist, um in Kryptowährungen zu investieren. Denn in dem Moment, wo der Bitcoin runtergeht, gehen auch andere Altcoins runter. Das muss man ganz klar sagen. Andere sagen aber, wie zum Beispiel Tom Lee, dass es zukünftig weiterhin zu einer Rallye kommt. Man muss jetzt zum aktuellen Zeitpunkt einfach sagen, dass es keine wirkliche Rallye gibt. Klar, wir haben einen kurzen und brisanten Anstieg vernommen, aber jetzt strangulieren wir so ein bisschen. Wir haben keinen wirklich stark steigenden Markt mehr, sondern die Volatilität ist zurück und wir bewegen uns zwischen 7.800 und 8.200, also bewegen uns die ganze Zeit hin und her und der richtige Fahrplan, den gibt es jetzt irgendwie sichtbar nicht mehr. Er glaubt trotzdem, dass es einen FOMO-angetriebenen Push weiterhin geben wird und auch Bob Lacchino hat hier darüber gesprochen, dass er davon ausgeht, dass das Lightning Network vor allem ein Katalysator für weitere Preiserholungen sein wird. Wer letztendlich recht hat, das werden wir sicherlich erst in einigen Monaten sehen, aber es ist sehr interessant zu sehen, wie die beiden Lager hier wieder aufgestellt sind, die Bären und die Bullen und ich persönlich hoffe natürlich wieder, dass der Kurs auch weiterhin nach oben geht, aber ob das tatsächlich passiert, das
wissen wir erst in einigen Monaten. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.